Und wieder ist mal ein wunderschöner Tag für eine neue Folge von Nier Automata angebrochen. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir besorgen Spielzeug. Als wenn es nichts Schöneres gibt, was man ja so für kleine Kittys machen kann. Hast du Spielzeug? Hast du Spielzeug? Alter, was hast du denn für eine Maschine? Ist ja eklig. Rache plus 5 Chip. Kein Spielzeug hier? Ah, Spielzeugmaterial erhalten. 1 von 5. Spielzeugmaterial 2 von 5. Gut, ich glaube, wir müssen hier rüber. Erstmal hier wieder die Queransicht. Warten, bis die Ansicht eingestellt ist. So, und dann hoppla hoppla hopp. Immer schön einen nach dem anderen, damit ich nicht nachher mich verhaspel. Das wäre nämlich nicht so schön. Wir müssen alles nochmal neu machen. Und ja, ihr kennt das ja. So, was haben wir hier? Spielzeugmaterial 3 von 5. Hallo? Und der kaputt. Okay. So, hier ist wahrscheinlich noch eins. Ne, das sind einfach nur 100 Gold, die man hier einfach mal so kurz findet. Okay. Ja, dann haben wir vielleicht hier noch etwas. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, 4 von 5. Hey, da hinten kommt schon wieder einer von diesen Happy Clown Panzern. Dann holen wir uns hier nochmal 5 von 5. Oh ne, das ist ein tristes Armband. Ach, ist wahrscheinlich oben. Ja, komm, dann machen wir erstmal hier den Panzer platt. Vergnügungspark Panzer. Dam, da, dam, da, dam, 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 dam. Huch, nicht so schnell. So, das war's. Panzer platt. Das ging jetzt relativ schnell. Was ist das? Gegenstand erhalten. Du hast ein Pod-Programm erhalten. 850 Volt. Also, das war jetzt Nummer A150, aber das hieß Volt. Finden wir einfach mal so ein Pod-Programm auf der Straße liegen. Okay, das schauen wir uns doch gerade nochmal eben an. Pod-Programme 88%. Welcher fehlt denn da noch? Die 160 fehlt noch. Und die 100. Zwei Stück müssten das noch sein. Okay, Schock. Huch, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ins Mikro gekommen. Schockt und bändigt einen nahen Feind und verursacht für eine bestimmte Zeit fortlaufend Schaden. Sieht ungefähr so aus. Ja, man könnte da auch Defibrillator zu sagen, aber ich bleibe trotzdem mal wieder bei unseren schönen Bomben. Huch. Hallo, ich möchte hier einfach diese Treppe hochsteigen. Danke sehr. Lalalala. Warum liegen hier oben meine Spielzeugteile? So, endlich. Damit sollte ich jetzt alles haben, um diese Gören glücklich zu machen. Also dann zurück zu diesem komischen Shop-Inhaber. So, Spiel mit uns aktualisiert. Das ist was Feines. Bevor ich zum Shop-Inhaber zurückgehe, werde ich aber noch eben kurz einmal Richtung verlassene Fabrik reisen und ja, dort eine Nebenquest vielleicht auch nochmal eben abschließen. Dann können wir nämlich beide auf einmal abgeben. So macht man das ja in den meisten Spielen. Huch. Oh. Ich habe jetzt keinen Zugriff darauf. Also hier steht noch eine Kiste, die wir aufknacken können. Müssten wir uns mal für 9S merken. Wahrscheinlich vergesse ich es wieder. Ruinenstadt nahe Fabrik. Welche muss ich denn jetzt... So, welche muss ich jetzt hin? Ich bin immer so klug und schaue mir das im Vorfeld nicht an. Fabrikeingang ist es. Okay. Transporter, Fabrikhangar, Fabrikeingang. Wir werden ja mit den Nebenquests sowieso nicht auf 100% kommen. Also das sollte ja jedem klar sein, weil allein schon aufgrund dieser diese Quest, die wir nicht gemacht haben, Erinnerung an 11B oder sowas, wie die hieß. Also an 11B. Die haben wir leider nicht nochmal bekommen. Und ich glaube auch die ganzen Kolosseums-Quests werden wir nicht abschließend behandeln. So, unsere gute A2 ist ein bisschen dreckig. Dreckig. Ach, das habe ich mir das von anderen angewöhnt. Kein gutes Zeichen. So. Hey, liegt noch was? Die hatten
ganz angenehmen Hintern, würde ich sagen. Also nicht, dass ich sowas großartig, also in solchen Spielen großartig auf sowas achte, aber ich meine, so oft wie wir die jetzt von hinten schon gesehen haben, irgendwann fällt es ja dann doch auf. Bisschen das. Ach so, warte mal. Ja, gut, die können wir ja kaputt machen. Oh, hier steht auch eine Kiste. So, nächster. Muss ich mal ein bisschen aufräumen. Das sieht ja hier aus, ey. Das kann es ja nicht angehen, sowas. Frage, muss ich jetzt hoch, muss ich runter? So, hier liegt noch was. So, was hast du für... Der hat Maschinenkern fallen lassen? Das kleine Runzelvieh? Ich hoffe mal, ich laufe jetzt richtig. Ich gehe jetzt einfach mal den für uns üblichen Weg. Ach ja, hier sind sie ja alle reingesprungen wieder. Und so ist es auch. Hier unten soll das Ding sein. Gehen auf jeden Fall sehr viele Maschinen rum. Ja, dann kommt mal her. Alles voll mit diesen komischen roten Kugeln. So. Weg. Oh, hier sind schon wieder Maschinenkerne. Warum lassen die im Moment alle Maschinenkerne fallen? So, hier der nächste. Zack. So, Gegenstand erhalten, Speicherelement. So, this is the part Pascal wanted. Can't believe I'm killing machines to save a machine. Ah, screw it. Better go see Pascal. Machen wir das mal. Bevor wir uns noch zu viele Gedanken machen und den Kopf zerbrechen. Das würde hier bestimmt nicht so ganz gut stehen. Ich glaube, A2 ist auch nicht unbedingt eine, die sich viele Gedanken im Leben macht, sondern eher diejenige, die erst handelt und dann denkt. So, also wir haben zwei Maschinen, die wir, zwei Kisten, die wir auf jeden Fall noch mit 9S öffnen müssen. Eine im Vergnügungspark, eine bei der Fabrik. So, ich muss ja erst hier hinten runter. So. Dann haben wir nämlich direkt beide Aufgaben erledigt und brauchen da nicht noch hin und her reisen die ganze Zeit. Also von wegen dann abgeben, wieder zurück, nächste machen, wieder abgeben und so weiter und so weiter. Haben wir ja die Nebenquests dann doch relativ schnell abgeschlossen. Sofern natürlich jetzt nicht noch irgendwas Neues dazukommt, das ist natürlich immer die Voraussetzung dafür. Liebe Freunde, ich möchte natürlich nochmal betonen, diesen wunderschönen Ladebildschirm, den wir jetzt hier gerade sehen, ist auf jeden Fall einen Blick wert. Wunderschön. So, ankommen im Dorf. So, und bevor ich... Ich will so eben kurz einmal speichern. Was wir haben, haben wir. Achso, haben wir eigentlich irgendwelche Post... Hier im Eingang. To be, ja, Menschheitsrat, Sonderkorrespondenz. Ist noch eine Mail. Achtung an alle Androiden. Wie ihr alle wisst, enden unsere groß angelegten Offensiven mit einer vernichtenden Niederlage. Dabei ist vor allem der Verlust unserer Jora-Landsleute sehr bedauernswert. Werden ihr mutiges Opfer nicht vergessen. Dennoch dürft ihr die Hoffnung nicht aufgeben, denn die Wahrheit ist, dass wir, die größte Armee der Menschheit, immer noch die Oberhand haben. Macht weiter und kämpft für den Sieg. Nicht um euretwillen, sondern um... Sondern auch um der Gefallenen willen. Ach, der Gefallenen willen. Ach, das ist ein Unterschied. Ehre der Menschheit. Glory to Mankind. Bündnis der Abgeordneten, Menschheitsrat. So, 9S hat dasselbe bekommen. A2. Komisch, die kriegt diese Mail auch. Was ist denn das andere, was hier drin war? Viel zu langweilig. Ach, Emil, anonym, kein Betreff. Okay. Komische E-Mails bekommen. So, guten Tag.
Hast du die Materialien gefunden? Ausgezeichnet! Warte nur einen Moment. 5 Minuten später. 5 Minuten später. Fertig, deinem Wunsch entsprechend habe ich etwas für die Kinder gebaut und dort montiert, wo sie immer spielen. Das ging schnell. Übrigens haben die Kinder gesagt, dass sie dir persönlich danken möchten. Sie sind ganz oben im Dorf und spielen an der Rutsche. Sie werden sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Der Rutsche. Life is so safe. Achso, ich dachte, es kommt. Okay, im Endeffekt ist es ja fast so. Wir sind oben an der Rutsche. Was ist denn das hier? Okay. Auch hier, Rutsche. Hey, da kommt die große Schwester. Große Schwester. Danke, dass du das für uns gebaut hast, große Schwester. Ja, danke. Schon gut. Hey, große Schwester. Was denn jetzt? Wir wollen dir nur etwas geben, weil du uns geholfen hast. Ich habe auch mal eben 3000 Gold, du hast ein ziemlich reiche Kinder. Warum haben die sich davon nicht selbst einfach eine Rutsche gekauft? Silber, Elefanten, ja, ein bisschen Erfahrung. Das ist ein Dankeschön-Geschenk. Ja, danke. Spiel mit uns, abgeschlossen. Ah, A2. Lass das, Pascal. Ich entschuldige mich, wenn ich dich erschreckt haben sollte. Wie ich hörte, hast du für unsere Kinder ein paar Sachen gebaut und ich wollte dir persönlich dafür danken. Ist schon gut. Ist schon in Ordnung. Arbeite nicht zu viel, ja? Wir freuen uns über jeden Besuch von dir. Hui. Pacifist Machines, huh? So, wir sind gestern. Hypothesis. Forming a harmonious relationship with Pascal and the villagers may help Unit A2 to obtain more materials. Proposal. Investigate the village. Okay. Mittlere Erholung erhalten, alles klar. So, was haben wir hier? Hui! Hä? Was war das denn für ein Grafikbug? War ja auch geil. Okay, das haben wir abgeschlossen. Dann können wir als nächstes einmal die Sache bei Pascal abgeben. Vor allem, da war oben schon wieder diese Tür zu. Hat sich der Chef schon wieder da rein verbarrikadiert. Können wir wahrscheinlich wieder mit 9S machen. A2, du hast das Teil für die Reparatur des Kindes. Ich kann dir gar nicht genug danken. Dies ist dürftig verglichen mit dem, was du getan hast, aber bitte nimm es. 10.000 Gold! Also Geld haben die hier echt im Überfluss. Offen gestanden hätten wir anstelle der Reparatur auch einfach nur den Kern des Kindes in einen anderen Körper montieren können. Auf diese Weise können wir uns nämlich beliebig oft zu neuem Leben erwecken. Allerdings geht das immer nur auf Kosten der Erinnerung. In gewisser Weise wäre es also nicht mehr dasselbe Kind. Doch zum Glück ist das ja jetzt kein Problem mehr. Vielen Dank! Speicherelement abgeschlossen. So, dann bleibt uns also nur noch die Hauptquest, die wir hier oben haben. Und mal schauen. Automaschine. Ich habe gar nichts gemacht. So. Ich respektiere Pascal sehr, weißt du? Ich meine, er ist der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, ein Dorf für uns Außenseiter zu bauen. Ich möchte ihm wirklich zeigen, wie dankbar ich ihm bin. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, ihm zu danken. Irgendwas. Nichts riskiert, schnell weg. Nein, ich bleib hier und höre ihm zu. Ja, den Hinweis werde ich befolgen. Kein Hinweis. Ich möchte Pascal nur zeigen, wie sehr ich ihn schätze. Wie auch immer, ich glaube, ein neues Philosophiebuch könnte ihm gefallen. Oh Gott. Im Widerstandslager soll so etwas zu bekommen sein. Ja, dann der Maschine eine Abfuhr erzahlen. Oh, ich mach das Buch. In Ordnung, ich werde das Buch holen. Ich hole der kleinen Klapperkiste sowieso einen Gefallen oder zwei. Ach, das ist wunderbar. Offenbar besitzt jemand namens Anemone eine große Sammlung solcher Bücher. Ich brauche also nur eins zum Stehlen. Ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten. Erhalte das Philosophiebuch von Anemone.
als wenn das so einfach wäre. Wahrscheinlich kriegen wir da von ihr jetzt auch wieder irgendeine Anschlussquest und dann geht das immer so weiter. So, dann also einmal ins Widerstandslager. Ja, und dann kommen wir doch heute wieder mal relativ gut voran, würde ich sagen. Und da wir ihr das Buch ja nicht abkaufen können, wird sie jetzt gleich, wie gesagt, sagen, ja, überlasse dir ja eins, aber leider habe ich da so ein Problem und es wäre nett, wenn du mir dabei helfen könntest. Töte die und die Maschinen. Ja, so wie wir diese eine Oma da erlegt haben, die sehr animalisch aussah. Ihr wisst ja. Aber dieses komische Teil, was da hinten liegt. Guten Tag, Anemone. Pascal möchte Bücher über Philosophie? Tja, rein zufällig habe ich neulich erst eins zu Ende gelesen. Wenn du willst, kannst du es gerne haben. Danke. Kannst du ihm dieses Gold jetzt auch geben? Er hat schon lange darum gebeten. In Ordnung. Pensees erhalten und Golderz. Es ist schon seltsam, dass sich ein Maschinenwesen für Philosophie interessiert, findest du nicht auch? Da stellt sich mir die Frage, wie viel wir wirklich über unseren Feind wissen. Eine gute Frage. Ich würde die Aufgabe, Pascal, so. Was kommt jetzt? Where the state ceaseth, there only commenceth the man who is not superfluous. I see. It seems this Nietzsche was quite the profound thinker. Or perhaps he skipped right past profound and went straight to crazy instead. Well, enough of that. I'd best go see the world for myself instead of burying my head in books. Was wäre passiert, wenn wir ihn hätten getötet? Oh, wir spielen jetzt Pascal. Interessant. Ja, ein wahnsinnig guter Dichter. Oder jemand, der gerade kurz vorm Wahnsinn stand. Ja, und wir sind sehr weit gekommen mit Pascal. Right. Now I just have to bring this to Pascal. A2, can you hear me? Oh, perfect. Help A2. I have the materials. The village is in great trouble. The villagers are. Pascal! Pascal, are you there? What the hell is going on? Hypothesis. The valuable source of information known as Pascal has encountered difficulty. Proposal. Unit A2 should investigate Pascal's village immediately. I'm on my way. Die wertvolle Datenquelle. Vor allem interessant, wie sie jetzt sofort sagt, ich bin sofort unterwegs. Am Anfang noch, oh nee, ich werde nur immer meine Leiche in dieses Dorf gehen. Und jetzt, ich komme sofort und helfe dir. So, wir können aktuell nicht den Transporter benutzen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch eine ergänzende Sequenz bekommen, wenn wir aus dem Dorf rausgehen. Bisher noch nicht. Na komm, dann reiten wir ausnahmsweise mal. So, einmal hier bitte rum, danke sehr, und dann. Guck, dass wir jetzt da separat hinlaufen müssen. Oh. Na gut, dann nicht. Huch!
Toll. Was? Was ist denn jetzt passiert? A2 war plötzlich nach einem Spaziergang zumute. Als sie erholt zurückkam, lag Pascals Dorf in Schutt und Asche. Oh, wir haben eins von den Enden freigespielt. War es jetzt Ende Nummer M? Ich weiß es gar nicht. Aber gut, ja, dann, ich bin eigentlich nur runtergefallen. So, natürlich landen wir wieder im Hauptmenü. So, gut. Ja, Freunde, da wir sowieso gerade bei 20 Minuten angekommen sind, würde ich sagen, schauen wir doch in der nächsten Folge mal, was in Pascals Dorf wirklich passiert ist. Und bis dahin, danke fürs Zusehen und adios, amigas.